Und? Nimm da auf, siehst du schon? Okay. Hi. Ich wollte mal den Vergleich antreten. Ach, dein Telefon. Ich wollte mal den Vergleich antreten. Handelsübliche Wattepads anzuzünden oder wie lange die halten. Zum einen mit Kokosöl-Wachs und zum anderen mit Vaseline von Balea. Oder ganz normale Vaseline. Gesund für die Haut. So, ein bisschen Faktum. Das braucht schon mal so eine, was es überhaupt angeht. Das gibt es auch gar nicht. Hab ich noch nie erlebt. Wahrscheinlich beschissenes Haarwachs. Sein, oder? Sind am Rand dran. Ich mach das nicht zum ersten Mal. Das kann doch nicht sein. Riechen tut's auch gut. Normalerweise entzündet sich das direkt. Vielleicht in den Zoll schlägt. Ja, es brennt aber. Es klebt aber nur. Das verstehe ich nicht. Das hat sich vorhin direkt entzündet. Aber beides. Selbst wenn man jetzt hier die 10 Sekunden abzieht, wo ich hier für länger gebraucht habe. Ja. Und da sind wir noch wesentlich. Und da ist auch noch mehr von der Watte übrig, was brennen kann. 2 Minuten. 2 Minuten schon? Seit du das erste Pad angezündet hast. Wie lang? 2 Minuten 30. 2:30. Nochmal so als kleiner Vergleich. Sehen uns im nächsten Video. Kommentare und Bewertungen werden gerne gesehen. Tschüss.